Kommen wir zum zweiten Punkt, zu den bunten Revolutionen in der Ukraine. Wir haben Winter 2004, es ist klirrend kalt und trotzdem gehen Tausende von Menschen auf die Straße in Kiew auf den Maidan. Das ist der Unabhängigkeitsplatz, der zentrale Platz in Kiew. Was war der Auslöser der Revolution in Orange gewesen? Der Auslöser war eine Wahlfälschung, die man schon lange vorher auch vermutet hat. Damals gab es zwei Präsidentschaftskandidaten, Viktor Yushchenko, also der sozusagen der betrogene Kandidat, und Viktor Janukowitsch, der nun jetzt doch letztlich zum Präsidenten gewählt wurde und jetzt wieder abgesetzt wurde und mittlerweile in Russland weilt. Also es gab einen konkreten Anlass. Man hat das gewusst, man hat das geahnt. Das war sozusagen, die Revolution in Orange war eine Fortführung einer Wahlkampagne gewesen seitens des Orangenen Lagers. Es war eine Fortführung der Partei Batki-Schimmel, also der Vaterlandspartei übersetzt von Frau Julia Timoschenko. Die beiden waren auch mal im Vordergrund und dann vorderster Front. In diesem Fall gab es eine bestimmte Oppositionsperson, die allseits akzeptiert war, die allseits anerkannt wurde, die man auch als zum Präsidenten haben wollte, das war Viktor Yushchenko. Also man ging sozusagen taktisch auch einheitlich vor, auch seitens der Opposition. Man muss auch dazu sagen, dass der Vorgänger Leonid Kuchma zu dem Zeitpunkt, also der vorherige Präsident, eigentlich wenig Lust auf Theater hatte, wenig Lust auf Stress, wenig Lust auf Revolution. Es war klar, er dankt ab, er ist schon eine lahme Ente. Eigentlich das Einzige, woran er interessiert war, an einen ruhigen Ruhestand, an eine wohlverdienten Pension und deswegen auch relativ wenig Widerstand geleistet worden ist. Ne? Auch der Osten der Ukraine, also die ja eigentlich Viktor Janukowitsch favorisiert haben, haben sich auch zu dem Zeitpunkt relativ zurückhaltend gehalten. Also es gab ein paar Gegendemonstrationen, es gab ein paar Gegenproteste. Das war sozusagen das blaue Lager, aber auch dort ist eigentlich nicht viel passiert. Die Demonstranten, also die Protestteilnehmer, waren sehr jung gewesen, hauptsächlich Schüler und Studenten, im Durchschnitt 21 Jahre alt, beiderseits Geschlecht. Und diese Revolution dauerte gerade mal 17 Tage. Also nach 17 Tagen hat man den Erfolg verbucht, es gab eine Wiederholung der Wahlen. Viktor Yushchenko ist damals als Sieger hervorgegangen, wurde zum Präsident der Ukraine erklärt. Was danach passierte, können wir vielleicht noch eine Diskussion weiter fortführen, ob das so erfolgreich oder nicht. Auf jeden Fall gab es keine Gewalt. Also Sie sehen ja die jubelnde Masse, recht zufriedene Gesichter. Alles blieb ruhig, schlicht und weg nach 17 Tagen. 10 Jahre später, wir haben wieder Winter, es ist wieder sehr, sehr kalt, es schneit. Und wieder gehen 10.000 Menschen in Kiew auf den Maidan, also der nachher im Laufe der Zeit die Bezeichnung Euromaidan bekommen hat, auf die Straße. Der Auslöser ist dieses Mal ein anderer, und zwar hatte der amtierende Präsident Viktor Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union plötzlich oder überraschend, wie es dargestellt worden ist, nicht unterzeichnet. Das war der Auslöser, aber nicht der Grund gewesen, weil schon ganz, ganz schnell kamen andere Gründe zum Vorschein. Man wollte einfach die korrupte Regierung absetzen, man hat für ein besseres Leben demonstriert und letztlich nachher für die Absetzung des Präsidenten und seiner korrupten mit Regierenden. Vielleicht so die Hintergründe, warum hat Janukowitsch das Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben? Was waren eigentlich die großen Probleme gewesen? Es gab zwei Gründe, also dieses Abkommen hatte es in sich, nicht nur die Inhalte des Abkommens, was die Ukraine, welche Reformen die Ukraine alles hätte jetzt vollziehen müssen und das auch relativ schnell, sondern die Ukraine sollte sich entscheiden zwischen der Europäischen Union, zwischen einer Zollunion oder zwischen der Eurasischen Union. Das ist sozusagen die Organisation oder die Institution, die jetzt Russland versucht voranzutreiben. Also quasi war die Wahl zwischen der Europäischen Union oder Russland. Beides gemeinsam hat man erstmal untersagt oder hat man nicht gewollt. Der zweite Grund war, damals befand sich Frau Julia Timoschenko, Sie erinnern sich an die Frau mit dem Zopf, noch in Haft, in politischer Haft, kann man vielleicht auch sagen. Und das war die zweite Forderung der Europäischen Union, dass eben Frau Timoschenko freigelassen wird. Beide Forderungen konnte Viktor Janukowitsch nicht erfüllen, also er konnte das einfach auch innenpolitisch nicht rechtfertigen. Zum einen, weil er für eine andere Politik einstand, also es war schon derjenige, welcher der auch mit Russland kooperiert hat. Inwiefern er wirklich komplett russlandfreundlich war, ist vielleicht ein Streitpunkt. Aber es war klar, dass er sich jetzt nicht zwischen der Europäischen Union oder Russland entscheiden kann. Und Frau Timoschenko, muss man dazu sagen, man sieht das jetzt auch
ja, bei den Umfragen, inwiefern sie Chancen hat, Präsidentin zu werden, genießt in der Ukraine auch nicht mehr die Popularität, die sie vielleicht 2004 genossen hat. Ne? Also viele Menschen sind auch der Ansicht, naja, also ganz umsonst oder ganz unschuldig war sie eben nicht inhaftiert worden, ob das überhaupt so gut war, dass sie wieder freigelassen wird. Denn auch mit Frau Timoschenko verbinden die meisten Ukrainer halt die Kaste der Oligarchen. Ja, 2014 haben wir leider nicht mehr so fröhliche Bilder, nicht mehr tanzende Menschen in orangefarbenen Kleidern, sondern ich habe Ihnen ein paar Beispiele ausgesucht vom Winter oder vom Frühjahr auf dem Maidan. Brennende Autos, ständig schwarzer Rauch, man sieht auch im Gegensatz zu 2004 auch europäische Flaggen. Daneben allerdings diese schwarz-roten Flaggen, das sind die nationalistischen Flaggen der Ukrainer. Das sind die Flaggen, die ja, die UPA, die Freiwillige Armee symbolisieren, die damals eben auch mit Hitler-Deutschland zusammen kooperiert hat unter der Anführung von Stepan Bandera. Wir sehen flügelnde Polizisten und so weiter und so fort. Also ganz anderes Bild, als es eben 2004 war. Die Proteste haben auch, wie Sie auch aus den heutigen Medien entnehmen können, leider nicht nur 17 Tage gedauert. Die sind nicht gewaltfrei abgelaufen. Sie haben sogar Todesopfer gefordert oder fordern immer noch täglich andere Todesopfer. Es gab auch im Unterschied zu 2004 keine Person, also nicht eine oder zwei Personen, die eben alle vereinheitlichen, wo man genau weiß, okay, das ist die Person, die eben die Opposition versinnbildlicht. Also wir haben keine einheitliche Taktik der Oppositionsparteien schon im Winter auch nicht gehabt. Sie sehen vorne Vitali Klitschko für die Partei Udar, die übersetzt Faustschlag bedeutet. Dann eben Arseniy Yatsenyuk, der momentan amtierende Ministerpräsident der Ukraine, und neben ihm Oleg Tjahnybok, das ist der Vorsitzende der Svoboda-Partei, der Freiheitspartei, der ja, rechtspopulistischen Partei der Ukraine, die eigentlich bis 2010 überhaupt keine große Rolle spielte. Also hier Tjahnybok ist zwar in Lviv, also ist auch eine westukrainische Stadt, schon seit geraumer Zeit in der dortigen Bürgerschaft, in dem dortigen Regionalparlament vertreten gewesen. Die Partei hat es aber nie geschafft, in das Nationalparlament einzuziehen, und nun 2010 ja der Schock mit 10,5% zog die Partei in das Parlament ein. Ja, und von Anfang an war es klar, dass sie halt keinen gemeinsamen Kurs verfolgen, auch wenn sie sich immer gemeinsam gezeigt haben. Dafür sind auch die Parteiprogramme zu unterschiedlich. Ja, das Symbol für den damals noch amtierenden Präsidenten Viktor Janukowitsch in Kiew wurde sehr schnell festgelegt, also in Form eines Schweinekorbs, also welcher auch überall durch die Gegend getragen worden ist. Auf der Oppositionsseite war das eben schwierig. Denn diese, also neben den großen Kraftstrotzen Vitali Klitschko, der gerade in den deutschen Medien immer so ein bisschen als das Gesicht der Proteste verkauft worden ist, war er in der Ukraine nicht tatsächlich. Ist auch eine schwierige Person. Viele Ukrainer kennen ihn eben halt als Boxer, aber nicht als Politiker. Er hat sich auch bemüht auf dem Maidan, also hauptsächlich waren das halt natürlich so Slogan und Mottos wie Freiheit für die Ukraine und Unabhängigkeit der Ukraine. In den ersten Tagen hat er sich nur bemüht, Ukrainisch zu sprechen, danach hat Herr Klitschko die ganze Zeit Russisch gesprochen. Können sich ja vorstellen, also gerade als die Proteste sich nachher radikalisiert haben, kam das nicht besonders gut an. Herr Yatsenyuk, also der derzeitige Ministerpräsident der Ukraine, verblasste meistens neben ihm etwas so als der Intellektuelle. Er ist ja ein Jurist und auch er hat die Menge nicht so wirklich mitnehmen können, wie eben Oleg Tjahnybok. Also wenn er schon ans Mikro trat und wenn er anfing zu reden, da haben die Menge gejubelt, da hat man auch mitgemacht. Also er hat, und plötzlich hat man auch gemerkt, also anhand dieser Proteste, dass es auch einen Wandel innerhalb dieser rechtspopulistischen Partei stattfand. Weil noch 2008, ne, also hat man sich sehr, sehr kritisch gegenüber der Europäischen Union, gegenüber Europa ausgesprochen. Man wollte auch überhaupt keinen Beitritt zur Europäischen Union. Man hat auch immer vorgeworfen, dass an der Regierung in der Ukraine, die von Moskau, Judenmafia regiert, gelenkten Menschen an der Macht seien. Das sind vielleicht jetzt noch ein paar Zitate, ein paar Beispiele für diese Person und dafür, wofür seine Partei einsteht. Es ist nach wie vor so, dass man in der Svoboda, also in der Freiheitspartei, kein Mitglied sein darf, wenn man jeweils der kommunistischen Partei angehört hat und wenn man Atheist ist, also wenn man nicht getauft ist und keiner Kirche angehört.
Es ist auch eine Partei, die fordert, also zu Zeiten der Sowjetunion wurde ja in den Pässen, in den Inlandspässen, quasi in dem Ausweis, war nicht nur die Staatsangehörigkeit, also zum Beispiel ukrainisch oder russisch vermerkt, sondern auch die Nationalität. Und auch das hätte die Svoboda-Partei gern wieder eingeführt. Dass es eindeutig wird, auch bei den Ämtern, bei Behörden, bei Einstellungen, bei Einstellungsgesprächen, bei Bewerbungen, dass man eben schon klar differenzieren kann, welche Nationalität der oder diejenige welche ist.